Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Ja, ich freue mich. Heute ist Osterbastelmarathon der Wunderweltmädels und ihr habt um 9 Uhr schon das Auftaktvideo der lieben Daniela gesehen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns alles erklärt haben, wie dieser Tag abläuft, was es zu gewinnen gibt, wer alles mit am Start ist. Ja, und es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich mich mega freue, mit dabei zu sein und dass Sie das wieder ganz wunderbar organisiert haben. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wir starten also nun bei mir bei Zauberhaft Stempeln. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das erste Bastelvideo heute mit euch hier machen darf. Ich werde ganz langsam basteln, dass ihr hoffentlich relativ gut mitkommt. Aber ihr könnt euch natürlich auch im Nachhinein das Video nochmal anschauen und dann mitbasteln. Ja, mein Thema war Ostergoodie. Klein, aber fein. Und genau das ist heute unser Thema. Wir wollen ein kleines, zuckersüßes Ostergoodie miteinander basteln. Im Vorfeld möchte ich euch nun die drei wunderschönen Goodies vorstellen, die meine Teamschwestern mir geschickt haben, dass ich sie euch heute präsentieren darf. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Wir waren eine tolle kleine Gruppe, die uns ausgetauscht haben zum Thema Ostergoodie. Und es ist so viel Kreativität wieder durch die Gegend gehüpft und es ist einfach sensationell. Ich möchte starten mit dem Goodie von der lieben Cornelia. Die Cornelia wohnt in einem kleinen Straßendorf in Thüringen und ist Hobby-Demo. Sie liebt es zu basteln mit Freunden, mit Kindern und den Enkelkindern und das ist für sie, oh, sie spricht mir aus der Seele, Entspannung pur nach einem anstrengenden Arbeitstag. Sie hat schon vieles ausprobiert, aber sie sagt einfach, die Qualität von Stampin' Up, die ist so super. Und da ist sie schon ganz lang mit dabei, denn ihr ältestes Stempelset ist über 10 Jahre alt. Also eine wirklich ambitionierte Bastlerin. Und dann zeige ich euch, was sie Schönes für mich gezaubert hat. Dieses ganz entzückende Goodie für dich. Schaut mal, sie hat es mit der Stanze, mit den Herzen gemacht. Und das hier oben, ich nehme mal das Kügelchen raus. Hier hat sie, dass ihr das besser sehen könnt, die Stanze einfach elegant verwendet. Und hier wunderschön das ausgestanzt. Und die kleinen Blütchen, die sind aus dem Erdbeeren-Set, würde ich sagen. Und dann noch Zweigchen dazu für dich. Und dann könnt ihr ganz einfach so eine kleine Kugel darin versenken. Ganz zuckersüß, wie ich finde, und sie hat es auch noch in einer zweiten Farbvariante in Weißgrün mit den bestempelten Herzblümchen gemacht. Also ganz, ganz entzückend, wie ich finde, und klein, aber fein für unseren Ostertisch. Die beiden Goodies von der lieben Cornelia. Herzlichen Dank fürs Zusenden, meine Liebe. Und dann kommen wir zum zweiten Teammädel. Sie ist nicht meine direkte Teamschwester, sondern sie ist im Team von Ina Stempelt. Und sie heißt Silvia. Ihr kennt sie bestimmt schon. Sie ist seit Mai 2021 Demo bei der lieben Ina. Und sie liebt es ebenfalls, kreativ zu sein. Und ihr kleines Goodie für den Ostertisch sieht so aus. Ich habe hier das bisschen Gras rein, das nehme ich mal raus, dann könnt ihr es besser sehen. Also wir haben hier eine kleine Schachtel und sie hat ganz entzückend vom Osterhasen ein kleines Fähnchen mit Schleifchen hier diese Außenschachtel bestempelt und die ganz tollen, wie ich finde, Osterglockenstanzformen verwendet. Und hier hat sie das Küken koloriert und dann ist es auch ein ganz, ganz entzückendes Goodie. Klein und fein und einfach richtig schön österlich. Also ich finde es richtig zuckersüß und auch das Küken schaut ja so lieb hier raus. Es macht einfach Freude auf Ostern, auf den Frühling und auf der Ostertafel sieht dieses Goodie bestimmt ganz bezaubernd aus. Auch dir, liebe Silvia, herzlichen Dank dafür. Die dritte im Bunde, das war die liebe Regina. Die liebe Regina ist Hobby-Demo seit Juni
2020 und sie hat 3 wundervolle Kinder und ganz, ganz viel Spaß am Kreativsein. Und sie hat uns ein ganz süßes Goodie gezaubert, nämlich hier ein kleines Häschen-Goodie, die Ohren und hier der Körper mit dem aus Designerpapierstreifen mit dem wunderschönen Band in Lodengrün zusammengehalten. Und schaut mal, es ist richtig raffiniert. Wir können hier den Körper rausziehen und so kann man das Goodie dann essen, ohne dass man es zerstört und das Häschen weiterhin verwendbar ist. Also total zuckersüß, auch diese Idee auf einem Tisch als Ostergoodie. Kleinen Gruß, klein aber fein, so war ja das Thema. Das finde ich passt auch ganz wunderbar. Und hier seht ihr, wie schön es eigentlich harmoniert, wenn ihr das gleiche Designerpapier verwendet und die Vorder- und die Rückseite einfach ja bei Stampin' Up! Doppelt durchgefärbt ist. Und das finde ich, sieht richtig toll aus. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Auch dir, liebe Regina, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich hole nochmal alle 3 auf den Basteltisch, dass ihr es nochmal sehen könnt, was die Mädels hier Wunderbares gezaubert haben. Ja, und ich finde es richtig toll, wie immer alle hier bei dem Marathons mitmachen von den Wunderweltmädels. Und das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft. Nun spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und erzähle euch, was wir heute hier basteln, was meine Idee zum Ostertisch ist. Dazu hole ich mir eben meinen Teller und ich habe mir gedacht, das Goodie liegt ja immer schön auf dem Teller und dann haben wir meistens die Serviette und die Gabel mit dabei und mein Goodie ist dieser süße kleine Hase. Er hat dieses Jahr großes Jubiläum. Er wird 70 Jahre alt und deswegen dachte ich, muss ich diesen Hasen einfach in ein wunderschönes Goodie verpacken. Ich liebe ihn wirklich sehr. Und dann öffne ich das, dann können wir das genauer anschauen. Hier wohnt der Hase drin in der Schachtel Frohe Ostern aus dem Stempelset Feierliche Anlässe verwendet. Habe ich hier diese kleine Box aus Grundweiß gemacht und dann diesen Deckel gestaltet. Einfach die Bänder außenrum und als Zierde diese wunderschönen Stanzform der Tulpen. Und hier haben wir Klarsichtsfolie hinterlegt. Also ein ganz entzückendes Goodie. Und das wollen wir heute in diesem Video miteinander basteln. Ich hoffe, euch gefällt's. Wie gesagt, alle Maße und Zuschnitte kannst du auch nochmal auf zauberhaft-stempeln unter diesem Blogbeitrag nachbasteln. Ja. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir nehmen uns den Papierschneider und einen Farbkarton in Grundweiß. Der Farbkarton hat die Maße 10,4 cm auf 9,4 cm. Also 9,4 cm auf 10,4 cm. Der Karton ist danach ein kleines bisschen, also die Grundschachtel ein kleines bisschen schmäler als der Deckel, dass wir das wunderbar draufschieben können. Und dann haben wir quasi einen süßen Karton. Wir falzen rundherum bei 2,5 cm. Wie gesagt, ich mache es heute ein bisschen langsamer, dass ihr gut mitkommt. Dann legen wir den Papierschneider auf die Seite und ihr seht, das ist der Grundboden, also wie die Größe des Kartons. Und dann bestempeln wir uns gleich den Karton, damit wir das nachher gut falten können. Sonst kommt ihr nachher mit dem Stempelblock nicht mehr hier rein, wenn ihr das vorher zusammen
gefaltet und geklebt habt. Das sind leider Erfahrungswerte des Prototyps. Ich möchte euch jetzt nicht erzählen, wie ich es geschafft habe, es trotzdem zu bestempeln, aber das wird zu kompliziert und deswegen machen wir es diesmal. Wir bestempeln zuerst und dann werden wir uns das zusammensetzen. Ich habe mich für Memento entschieden. Und dann versuche ich mir das halbwegs mittig, das frohe Ostern in den Mittelteil zu stempeln. Sehr schön. Und dann nehme ich mir die Schere und schneide mir gleich meine Klebelaschen zurecht. Bei den äußeren Rechtecken einfach ein bisschen anschrägen und dann einmal um 90 Grad drehen und die anderen ebenfalls einschneiden. So. Schnipsel auf die Seite und dann holen wir uns das Falzbein und ziehen die Falzlinien nach. Und das sieht wirklich super edel aus, wenn die Schachtel innen noch bestempelt ist. Das ist so ein bisschen ein Wow, wenn man dann den Hase herausnimmt. Dann sieht das richtig toll aus. Ich klebe mir nun die Laschen mit dem Flüssigkleber fest. Wer mag, kann sich das nun auch außen kleben. Dann sieht man es innen nicht. Das können wir auch machen. Bei dem habe ich es innen gemacht. Aber ich finde es innen eigentlich schöner, weil außen ist ja der Deckel dann nachher nicht bis ganz runter. Also wir kleben es innen fest. Das finde ich persönlich schöner. Geben wir schon mal den Kleber, dass er ein bisschen anzieht, auf alle drauf, auf alle Flügelchen. Nach innen knicken. Und dann falten wir das ganz normal zusammen. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und dann einfach mit dem Falzbein wie gewohnt nachstreichen. So. Und dann schauen wir gleich mal, ob unser kleiner Schatz hier reinpasst. Ja, er passt super rein. Also die Maße sind heute vielleicht ein bisschen krumm, aber das ist wegen dem Kleinen hier so. Und dann stellen wir dich mal auf die Seite und kümmern uns um den Deckel. Der Deckel, da habt ihr euch bestimmt schon gefragt, was das denn für ein Papier ist. Das so sandfarben mit den goldenen Punkten und das verrate ich euch gerne. Das sind die sandfarbene Geschenkschachteln mit gewellter Kante und die habe ich mir einfach zugeschnitten. Und da brauchen wir nun ein Stück davon und den Papierschneider in den Maßen 8,5 cm. Und dann schneiden wir das erstmal hier unten gerade. Also wir brauchen 8,5 cm mal 7,5. 8,5 mal 7,5 wird unser Deckel. Und das sah einfach so schön aus. Mit diesen Punkten und dem sandfarbenen zu dem Gold von dem Hase. Also das habe ich so edel gefunden, dass ich es einfach ja, so machen musste. Das war wirklich super süß. Dann werden wir uns auch hier den Rand falten. Erst falzen und dann falten.
Und dieser Rand hat 1,5 cm. Also wir falzen einmal rundherum bei 1,5. So, und jetzt bitte noch nicht zusammenklappen, denn wir werden uns nun das Fensterchen erst einstanzen. Und wenn wir das nämlich schon geklebt haben, dann kriegen wir das natürlich nicht mehr durch unsere Stanzmaschine. Also das ist der Kniff dabei. Und ich habe verwendet die Stanzformen Zierrahmen. Und die sind ja auch so wunderschön. Und da habe ich dieses Fensterchen verwendet. Und das werden wir uns nun auflegen, dass es mittig ist, also in dem mittleren Feld. Schauen, dass links und rechts der Abstand gleich ist. Und dann nehmen wir ein Stück wieder ablösbares Klebeband und fixieren uns das, dass es in der Stanzmaschine nicht verrutscht. Das wäre natürlich schade, wenn dann das Fensterchen nicht passt. Also einmal fixieren und dann nehme ich mir die Stanzmaschine und kurbel mir das einmal durch. Bei dem dicken Karton jetzt müssen wir einmal vor und zurück, dass wir ein richtig tolles Ergebnis bekommen. Wir ziehen das vorsichtig ab. Und das hier könnt ihr für was anderes verwenden, wenn ihr mögt. Das würde ich mir aufbewahren. Und dann haben wir quasi hier unsere Schachtel. Besser gesagt, den Deckel für die Schachtel. Nun werde ich mir mit dem Falzbein vorsichtig die Linien nachknicken. Und passt hier bei dem Rand auf, da wo es so ein bisschen klein ist, haltet vielleicht das Falzbein dagegen und schiebt euch das erstmal hoch, dass das auf keinen Fall euer Sichtfenster geknickt wird. Das wäre schade. Also das geht ganz gut, wenn man das sich so hinhält und dann erstmal als Gegendruck und dann einmal zu. Und hier hoch. Nun nehmen wir uns ein Stück Klarsichtfolie. Die findet ihr im Jahreskatalog und die werden wir uns nun hier aufkleben. Ich habe sie grob zurechtgeschnitten in den Maßen 4,3 x 5. Dann passt das einmal rundherum schön hin. Und jetzt geben wir ganz wenig Flüssigkleber einfach um das Motiv. Eher ein bisschen flächiger kleben und nicht so hoch den Kleber stehen lassen, sondern ein bisschen flächiger verteilen, dass ihr überall schön den Kleber aufbringen könnt und dass das Fensterchen nachher gut hält. Also der Tombow hält das schon sehr gut fest, diese Folie. Seht ihr einfach überall flüssig, flächig und die Folie dann aufbringen. Nicht so viel, dass es nicht rausquillt. Und wenn ihr es drückt, dann eher vom Fenster weg streichen, dass es nicht rausquillt auf die Klarsichtsfolie. Und dann seht ihr, dann wird das ja durchsichtig und dann sieht man das nachher innen gar nicht mehr. Während das klebt, werden wir uns auch hier die Klebelaschen einschneiden. Ganz vorsichtig mit der Schere. Und so, finde ich, haben diese tollen Schachteln auch wieder eine ganz wunderbare Bestimmung erhalten. Also ich finde die ganz großartig. Dieser warme Sandton mit dem Gold und dem Weiß kombiniert ist einfach eine super schöne Farbkombination. Und für Ostern, ich dachte an
Küken an weiße Eier, braune Eier und das Gold dazu, die Sonne, das Licht, war einfach sehr schön. Natürlich elegant. So, auch hier das Konfetti auf die Seite und dann bringen wir uns die Flügelchen nach innen und kleben diese auch wieder mit dem Flüssigkleber fest. Das ist alles gar nicht kompliziert, also das schaffen auch die Anfänger unter euch, die noch nicht ganz so erprobt sind. Das ist alles gar kein Problem. Wenn ihr diese Schachteln nicht habt, könnt ihr das natürlich mit jedem Farbkarton auch machen. Das ist also gar kein Problem. Ich wollte euch nur mal ein anderes Material zeigen, wie ihr da auch schöne Dinge draus zaubern könnt. Hier springt es wieder auf. Das müssen wir mit dem Falzbein gut nachkletten. Aber wenn es mal klebt, dann klebt es richtig gut. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Dann war das der Deckel für diesen Hase. Und das ist jetzt unser Deckel für unsere Box, die wir jetzt schon zusammen gebastelt haben. Sitzt und passt. Sehr schön. Und nun geben wir uns die Dekorationen dazu. Dafür habe ich mich für das schimmernde Goldband entschieden, dass ich das einmal rundherum gebe, um den Deckel als Dekoration. Und da habe ich mir das an der Seite hier quasi dann ein Schleifchen gebunden mit dem Leinenfaden. Einmal das Band erst rundherum und ich habe hier, wie ihr seht, an einer Ecke angefangen. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns erstmal schön sauber das Band abschneiden, dass es nicht ausfranst. Und dann geben wir uns einfach mal ein bisschen Flüssigkleber. Wer mag, kann das auch mit Abreißklebeband machen. Und dann kleben wir uns das einfach mal hier auf die Ecke. Und ziehen das schön rundherum. Also auch hier nicht zu viel Kleber, einfach nur an kleinen Stellen so ein bisschen, denn es soll einfach nur ein mini bisschen fixiert sein. Also ich schneide das auch erst nachher ab, ziehe es immer ein bisschen stramm weiter, nachdrücken. Und dann die letzte Seite. Dann lassen wir es einfach ein kleines bisschen überstehen und kleben uns den Überstand dann auch noch fest. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass es hier dann wieder hält. Dass ich nicht so klebrige Finger kriege, halte ich mir das jetzt mit dem Aufhebhelfer fest, bis es ein bisschen angezogen ist. Schneid mir noch mal die Kante schön sauber. Und dann haben wir das schon einmal rundherum. Dann nehme ich mir einen Leinenfaden und wickel mir den auch noch mal einmal rundherum. Den glätte ich mir aber vorher, den ziehe ich mir einfach über einen Stift oder ähnliches, dass er die Knitter verliert. Das finde ich jetzt sonst nicht so schön. Und dann gehen wir einmal rundherum in der Mitte von dem Goldband
Und dann schneiden wir uns ab und binden ein Schleifchen. Erstmal einen Knoten machen. Und dann nochmal einen Doppelknoten, das ist schon mal, und schön stramm ziehen, ja? Nicht so, dass die Box knickt, aber dass es einfach schön stramm ist. Und dann nehme ich mir als erstes einen Glue-Dot und fixiere mir den Knoten an dem Band, dass da nichts verrutscht. Ich mache den ganz klein, dass es so einen kleinen Knubbel gibt. Und den setze ich mir jetzt hier drunter und drücke mir das dann gleich wieder ein bisschen fest. Das sieht man nachher gar nicht und dann passt es ganz super. Nun zum Schleifchen, das Schleifchen binden. Und wenn es so klein ist, nehme ich mir auch gern den Aufhebhelfer und ziehe mir das dann einmal hinten durch. Erstmal fest, groß und dann ziehen wir es uns klein. Dann haben wir das schöne Schleifchen, die Öhrchen nach unten und das können wir uns jetzt einfach abschneiden. Die Überreste. Und dann können wir auch nochmal mit einem Glue-Dot das Schleifchen fixieren, wenn es nicht hält. Einfach unter den Knoten noch mal drunter und dann drauf drücken. Dann haben wir auch schon außen unsere Verpackung richtig schön dekoriert. Und jetzt kümmern wir uns noch um oben drauf. Und ihr seht schon, das sind die Stanzformen mit der Tulpe, die ich ja auch ganz zauberhaft finde. Und mit denen werden wir uns nun die Tulpenreihe ausstanzen aus Weiß. Die nehmen wir einmal heraus. Die Stanzmaschine. Und ihr braucht ja nicht viel. Da könnt ihr euch entweder den ganzen Streifen rausstanzen oder wie ich einfach nur einen kleinen Teil. Und dann lege ich mir das so an. Das jetzt unten nicht ganz so viel. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht ganz so viel Weiß, dass der Hase nicht so viel verdeckt ist. Und dann stanze ich mir das einmal aus. So, und das sieht ja echt wunderschön aus. Das Konfetti ein bisschen zur Seite. Da auch immer drauf achten, dass ihr immer die Rückstände von der Platte entfernt, dass ihr das nicht mit dem nächsten Stanzen euch irgendwo reindrückt. Das gibt dann unschöne Dellen. Das wollen wir nicht. Und mit dem Aufhebhelfer pieksen wir uns einfach die Reststückchen hier raus. Ich streiche es mir nochmal von der Rückseite glatt, dass es schön glatt aufliegt, dass ich es hier wunderbar aufbringen kann. Und dann schaue ich einfach, wie mir das so gefällt und schneide es dann entsprechend ab. Ihr könnt es auch zuerst aufkleben, wobei ich hier mir nur den Kleber da unten drauf gebe auf die Verpackung. Und dann einfach das aufsetzen, so wie es euch gefällt. Schön schauen, dass hier unten ein toller Abschluss gibt.
Und dann können wir uns das so herumdrehen und von innen könnt ihr es festhalten. Ich schaue, dass ich nicht so sehr auf die Klarsichtsfolie komme und dann schneide ich mir das einfach ab. So herum. Dann habe ich hier diese wunderschönen Tulpenbordüre quasi draufgesetzt und ich finde das einfach super süß. Und als letztes kümmern wir uns noch um die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge, die kommen aus den Stanzformen Fabelhafte Falter. Die findet ihr ja noch im Jahreskatalog und da gibt es diese süßen kleinen Schmetterlingchen. Da ist er schon. Der ist mir jetzt für das ein bisschen zu groß, deswegen nehme ich nur den kleinen und den stanze ich mir ebenfalls aus. Da könnt ihr wunderbar diese Reststückchen verwenden. Und auch von den Tulpen. Da braucht ihr nämlich gar nicht viel. Und das wird super schön. Wichtig ist auch hier zweimal durch, dass es bei dem dicken Papier einfach schön ausstanzt. Und Schmetterlinge und Ostern passt ja auch super zusammen. Mit dem Aufhebhelfer pieksen wir dich raus und dann gibt es noch einen weißen Schmetterling. Beide werden wir uns nun ein bisschen die Flügelchen mit den Fingern nach oben, ganz vorsichtig, dass sie so ein bisschen hochstehen. Bei dem hier müsst ihr aufpassen, dass es nicht so doll knickt. Einfach so ein bisschen. Und dann geben wir uns auch hier wieder einen Glue-Dot drunter. Wieder eine kleine Kugelform aus dem Kleber, der bleibt ja nicht an den Händen kleben, das ist ja das Tolle daran. Und dann steht der so ein bisschen hoch. Und den zweiten machen wir genauso. Und den setzen wir uns hier unten hin. Dann hat der Hase noch ein bisschen Gesellschaft und es ist Ostern, ihr Lieben. Basic Strassschmuck, bunter Schimmer. Das ist wirklich ganz passend hier dazu. Den geben wir uns jetzt noch drauf. Und zwar gebe ich mir hier einen seitlich auf mein Schleifchen oben drauf, dass ich, ja, so sehe ich die Glue Dots auch überhaupt nicht mehr. Richtig schön, weil die auch so, dieser Schimmer, finde ich, passt so zart einfach ganz toll dazu. Und jetzt nehme ich mir die kleinen und die setze ich mir jetzt noch hier einfach auf die Bäuche der Schmetterlinge drauf. Und dann habe ich den Schimmer hier und den Goldglanz des Hasen und des Bandes und der Goldpunkte einfach von diesen Schachteln, die ich hier verwendet habe. Und es ist einfach super schön, das Hasengoodie zum 70. Geburtstag des kleinen Goldhasen habe ich Ihnen hoffentlich schön in Szene gesetzt. Ja, und in Szene setzen möchte ich natürlich auch nochmal die anderen Goodies meiner lieben Mädels, die mir hier diese Goodies gebastelt haben, dass ich sie auch euch zeigen kann. So seht ihr, könnt ihr den Ostertisch einfach ganz wunderbar dekorieren, ein kleines Goodie an den Osterplatz. Klein, aber fein, das war das Thema unserer oder meiner Challenge-Aufgabe. Kleine, feine Ostergoodies und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen vier schön inspirieren und dass es euch gefällt. Ja, ich habe mir noch was anderes überlegt in diesem
Ton und in dieser Idee. Und das siehst du dann morgen auf meinem Kanal Zauberhaft Stempeln. Und nun wünsche ich uns allen noch einen ganz wunderbaren Ostermarathon. Und ich gebe weiter an das Live um 11 Uhr bei Ina Stempelt. Und ich bin schon ganz gespannt, was sich da alles um Ostern dreht und welches Thema wir da kennenlernen. Habt noch einen ganz tollen Tag und macht fleißig mit. Ich freue mich auf euch und hoffe, euch hat's gefallen. Bis bald, eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de.